Und ich schlage vor, wir machen jetzt eine kleine, gehen einmal rund ums Haus. Da ist unser Holzlager, da können wir uns das anschauen, wie wir versuchen, das zu lagern, wie der Tobi versucht, das zu organisieren, dass er mal weiß, wo was ist. Und dann gehen wir in die Werkstatt rein, machen durch die Werkstatt das weiter bis zum Möbel und gehen dann rauf in die Ausstellung und da gibt es dann einen Tee. Mit der Pia Mahner bestimmt. Gehen wir da lang. Die Holzarten, die wir haben, sind alles Hartholzer. Also wir haben keine Kiefer und keine Fichte, weil es wenig Sinn Möbel macht, Möbel draus zu bauen, weil die einfach zu weich ist und das gleiche kostet oder beziehungsweise fast noch aufwendiger ist, als es aus Buche zu machen. Und das ist dann eben Buche, in letzter Zeit Eiche. Mit der Esche steigen wir jetzt ein. Wenn jetzt hier jemand hinlangt und das erste Brett runternimmt, dann hat er bereits eine Stückliste, er hat einen Plan. Das heißt, wir fertigen jetzt, wir fangen nicht an, hier Leimharz draus zu fertigen, sondern ich schneide es auf Länge und weiß, es ist jetzt der Schlafzimmerschrank, von dem wir gerade gesprochen haben. Der wird 2,20 Meter lang, da steht bereits die Stückliste. Und danach wird es abgearbeitet. Und diese Teile werden jetzt so sortiert, dass sie gut ausschauen. Das heißt, für jedes Seitenteil, für jede Front, schauen unsere Schreinerinnen und Schreiner drauf, dass das ist sichtbar, da ist es wichtig, oder das ist jetzt von einem Küchenschrank der untere Boden, da ist eine Schublade drin, da ist es völlig egal, die Seitenteile und die Fronten werden eben sehr bewusst gemacht. Und das ist der Unterschied. Die Industrie macht Leimholz einfach komplett als Quadratmeter und dann nimmt man es von einem Stapel runter und macht daraus Möbel. Und bei uns wird im Prinzip vom Baum praktisch bis zu dem Möbel hin das alles bereits von jemandem gemacht, der darauf achtet, dass es gut ausschaut. Und wenn man das dann mal sieht, diese unterschiedlich breiten Lamellen heißen diese Elemente von den Leimholzteilen. Wenn man das mal sieht, dass die unterschiedlich breit sind, wenn man sieht, dass die Fronten dann solche Maserungen haben, dann weiß man, das hat jemand per Hand gemacht. Wir arbeiten mit Öloberflächen aus Naturharzöl, die sind von der Firma Livos. Die Öloberfläche ist das einzige, die ich ein Holz so behandeln kann, dass ich das wirklich ein Leben lang verwenden kann, dass wir Showküchen draus bauen können, dass man Fußböden draus machen kann, dass man Tische einfach ein Leben lang so pflegen kann, dass sie gut aussehen.